Also, du versprichst mir jetzt, dass du so bald wie möglich mit Annika sprechen wirst. Du denkst immer nur an dich, an deine Beziehung, dein Glück, deine kleine Freundin. Entschuldige bitte, dass ich meinen Ödipus-Komplex hinter mir habe und nicht mehr dich heiraten möchte. Was? Du willst ja auch noch heiraten? Mit deiner gnädigen Erlaubnis hier. Ach komm, ich bin dir doch vollkommen egal. Du segelst glücklich zu zweit in den Sonnenuntergang und ich? Ich habe nichts vom Leben bekommen. Nichts. Nichts von dem, was mir zusteht. Als ich hier ankam, dachte ich, ich wäre endlich am Ziel. Und was passiert? Ich werde wieder mit Füßen getreten. Ich, die kleine Angestellte, die kleine Sklavin, die noch... Und was hat das mit mir und Eike zu tun? Gar nichts. Also halt dich endlich raus! Annika! Lukas! Mama, was ist los? Annika, ich komme! Wo ist dein Spray? Annika, ich komme! Wo ist dein Herzspray? Wo? Sag's mir! Lukas! Was ist los? Ja, ihr Herz, ich kann ihr verdammtes Herzspray nicht finden. Warte, Porte Dr. Niederbühl, los! Ja, was ist mit dir? Alles okay, mir ist nichts passiert. Los, du musst das auch durchchecken lassen. Alles gut, fahr los! Versprochen! Schon eine ganze Weile hinter ihnen her. Zum Glück sind sie ja endlich abgestiegen vom Rad. Was gibt's denn? Ich habe alles gesehen, das war ja ganz schön krass. Ich verstehe nicht. Den Unfall meine ich. Ach so. Ziemlich unverschämt, wie Lukas sich verhalten hat. Zuerst fährt er sie über den Haufen und dann haut er gleich ab. Nein, da haben Sie was missverstanden. Ich wollte, dass er losfährt. Ja, aber warum? Sie sind doch bestimmt verletzt. Nein, mir geht's gut. Aber seine Mutter, die hatte einen Herzinfarkt und musste sofort ins Krankenhaus. Ja, aber trotzdem, ihr Sturz, der sah ganz schön gefährlich aus. Ich bin okay. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, geht schon. Sie sollten wirklich sofort zum Arzt gehen, auch wenn Sie denken, dass alles in Ordnung ist. Sicher ist sicher. Das ist doch harmlos. Ich habe schon viel schlimmere Sachen erlebt und da ist auch nie was passiert. In Ordnung. Warum hast du mir vorher nicht die Wahrheit gesagt? Was? Ich habe gerade Michael getroffen. Er sagt, du solltest sofort ein CT machen lassen. Ja, aber dann hätte ich meine Arbeit verpasst. Außerdem ging es mir vorhin noch nicht schlecht. Wie und jetzt? Mir ist ab und zu ein bisschen schwindelig und Kopfschmerzen habe ich auch. Okay, es reicht. Wir fahren sofort ins Krankenhaus. Aber was ist mit meiner Schicht? Ich bin Geschäftsführerin, ich gebe dir frei. Außerdem machen deine Kollegen das sicher für dich. Deine Gesundheit ist wichtiger als alles andere. Und jetzt komm. Okay, dann lass uns fahren. Ich mache mir Sorgen um dich. Brauchst du nicht. Danke. Wir Bogenschützen haben da so ein Sprichwort. Wird schon schief gehen. Ach, da kommt das also her, von den Bogenschützen. Ganz genau. Danke. Was soll das denn jetzt? Jetzt komm schon.
diese blöde Karre. Tja, soll wohl nicht sein. Das darf nicht wahr sein. Ah! Was ist denn? Ich habe vergessen, deinem Bruder zu sagen, dass die Batterie fast leer ist. Und Hendrik, der Trottel, hat das Licht angelassen. Jetzt ist die Batterie ganz leer. Und was machen wir jetzt? Wenn Hendrik besser aufgepasst hätte, dann wären wir längst im Krankenhaus. Nach dem Leich nie wieder was. Jetzt sei doch nicht so hart zu ihm. Du hast doch selber gesagt, dass die Batterie schon fast hinüber war. Hendrik ist manchmal ein bisschen schusselig, aber er meint es nicht böse. Annika, was ist los? Annika! Hey! Annika! Annika! Hey! Annika! Annika! Verdammt! Franz! Franz! Herr Zastro, der Notarzt kommt sofort. Ja, okay, helfen Sie mit. Legen Sie das unter. Ja, vorsichtig. Annika! Oh Mann! Sag doch was! Annika! Warum hast du mich nicht mit ihr fahren lassen? Du hättest auch nichts für sie tun können. Aber Annika hätte gespürt, dass ich bei ihr bin. Die Rettungskräfte brauchen den Platz im Wagen. Glaub es mir, es ist besser so. Ich verstehe das nicht. Gerade eben war noch alles gut. Wir haben geblödelt, sie hat mich geküsst. Und dann plötzlich... Heißt das, sie hat doch eine Hirnblutung? Wegen des Unfalls? Aber es war doch total harmlos. Sie hatte weder Beschwerden oder sonstige Verletzungen. Nur ein bisschen Schwindel und Kopfschmerz. Man kann jetzt noch nichts sagen, Lukas. Jetzt komm, Michael, sag mir die Wahrheit. Wie stehen Ihre Chancen? Michael! Ich kann dir wirklich noch nichts sagen. Selbst wenn ich wollte. Die Kollegen im Krankenhaus tun alles, was in ihrer Macht steht. Hendrik kommt auch gleich. Er spricht noch kurz mit Dr. Hübner. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich mir für Sorgen um dich gemacht habe. Ich bin so froh, dass du wieder wach bist. Ich war so blöd. Ich hätte mich gleich viel besser um dich kümmern müssen, viel schneller. Ich hätte dich sofort nach dem Unfall ins Krankenhaus bringen müssen. Ich habe diesen Satz schon so oft gesagt. Zu so vielen Mädchen. Nie hat er etwas bedeutet. Bis jetzt. Annika. Ich liebe dich. Und daran wird sich nie etwas ändern. Was ist?
Annika hat eine Hirnblutung. Sie ist bei ihrem Fahrradunfall wahrscheinlich auf den Kopf gefallen. Dr. Hübner hat sie jetzt nur zur Sicherheit intubiert. Dann sage ich dir, sie steigt nie wieder auf dieses Fahrrad. Das kann sie sich von jetzt an abschminken. Ich hoffe, du bist da auf meiner Seite. Natürlich. Okay. Was ist mit dir? Nein. Was ist mit meiner Schwester? Was ist mit deiner Schwester? Hallo? Hey, Annika. Ja, kommen Sie schnell. Ist gut, ja? Hey, Annika. Es tut mir leid. Was? Was tut Ihnen leid? Der Herrentod ist eingetreten. Wir können nichts mehr für Ihre Schwester machen. Was? Blödsinn, Ihr Herz schlägt, Sie atmet. Ja, nur durch die Geräte, an die sie angeschlossen ist. Das kann nicht sein. Das ist nicht wahr. Annika, hey, wach auf. Annika, wach auf. Annika. Herr Bruckner. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Herr Bruckner, ich weiß, dass der Zeitpunkt nicht der beste ist, aber ich muss mit Ihnen reden. Hat Ihre Schwester einen Organspendeausweis? Nein, hat sie nicht. Haben Sie sich schon mal mit dem Thema Organspende auseinandergesetzt? Warum? Meine Schwester lebt. Ihr Herz schlägt, sie atmet. Ich weiß, dass es schwierig ist für Sie. Nichts ist schwierig. Annika lebt. Ich frage Sie auch nur ungern, gerade jetzt, aber wir haben leider keine Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Annika lebt. Herr Bruckner, ich muss Sie bitten, wenigstens ein paar Tests zuzustimmen. Untersuchen Sie, was Sie wollen. Ich gehe zu meiner Schwester.